Hallo meine Lieben, wunderschöne Grüße aus der wunderschönen Stadt Leipzig. Wo möchtest du leben? Möchtest du in der Stadt leben oder möchtest du auf dem Land leben? Beides hat ja Vor- und Nachteile. Viele Leute sagen zum Beispiel, auf dem Land ist es sehr ruhig. Auf dem Land kann man sich gut erholen. Andere Leute sagen, dass es auf dem Land auch ein bisschen langweilig ist. Es hat also beides Vor- und Nachteile. Vorteile bedeutet also etwas, was gut ist, und Nachteile bedeutet etwas, das schlecht ist. Und in der Stadt kann man zum Beispiel immer etwas erleben. Da passiert immer etwas, da ist immer etwas los. Aber in der Stadt ist es auch laut. Und man kann sich vielleicht nicht so gut erholen. Und wo möchte ich persönlich leben? Ich persönlich möchte in der Stadt leben, aber ich möchte so leben, dass ich sehr schnell auf dem Land sein kann. Das bedeutet also eine Stadt, wo ich immer etwas erleben kann, aber wo ich vielleicht auch Natur habe, wo ich mich erholen kann. Und die Stadt hat noch einen weiteren Vorteil. Man hat zum Beispiel hier immer einen Supermarkt in der Nähe. Auf dem Land ist es oft so, dass zum Beispiel im Dorf kein Supermarkt ist und dass man ein paar Kilometer fahren muss. Also halten wir fest, alles hat seine Vor- und Nachteile. Das Land ist sehr ruhig, aber einige Leute sagen eben, es ist zu ruhig, es ist zu langweilig. Wo möchtest du leben? In der Stadt oder auf dem Land? Schreib es doch mal hier in die Kommentare. Tschüss!